Hallo und herzlich willkommen, liebe Defi. Jetzt, Jünger. Wir treffen uns heute zur Folge 47 von Defi. Jetzt und unter dem Titel Gummy, der physische NFT. Und wir haben natürlich heute wieder den Thor Alexander dabei und als Gast da den Christoph Jentsch. Hallo, Christoph. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Hallo, Christoph. Fangen wir mal gleich an mit den Kennenlernfragen. Wir haben ja schon mal im ersten Gespräch dich schon ein bisschen ausführlicher vorstellen lassen. Aber damals hat man noch nicht die Frage, wann du den ersten Computer im Zugriff hattest. Der erste Computer, es war ein Atari gewesen von meinem Vati. Es war der 512, hieß der, glaube ich, ST, irgendwas in der Richtung. Und da war ich ungefähr 10 Jahre alt. Und ich habe tatsächlich, natürlich fängt man an mit Computerspielen, aber mein großer Bruder Simon, der war schon fleißig am Programmieren an dem Ding. Und der hat mir da ein bisschen Basic beigebracht, habe ich ein Buch dazu geholt. Und ich weiß noch, mein erstes Spiel, da gingen immer Kreise auf, musst du mit der Maus die wegdrücken, dann kommt woanders ein Kreis. Musst es schaffen, in zur kurzen Zeit so viel wie möglich Kreise wegzuklicken, die auf dem Bildschirm entstehen. So, das war mein erstes Spiel, das ich damals mit Basic, da war ich ja so 10 bis 12, irgendwo so in der Altersklasse dann, weiß ich wohl, programmieren, vielleicht war ich auch 13, ich weiß nicht. Keine Heldentaten hier erzählen, wo ich mit 10 schon programmiert habe, aber so mit 10, 11 ging das los und 12, 13 dann so die ersten Spielchen. Okay, gut. Dein Gut. Kryptowerdegang in Kürze? Also, ich habe Bitcoin kennengelernt während meiner Doktorandenzeit 2013. Also habe ich theoretisch Physik meinen Doktor gemacht. Dort habe ich übrigens Ralf kennengelernt. Wir sind nämlich gemeinsam als Mitfahrgelegenheit immer nach Dresden gependelt. Und da habe ich gerade meinen Doktor gemacht und als Doktorand hat man nebenbei noch ein bisschen Zeit für andere Dinge. Und da habe ich mich viel mit Bitcoin beschäftigt, war unheimlich fasziniert. Also Sommer 2013. Das kam daher, dass ich Grafikkarten kaufen wollte für meine Computersimulation. Und als ich das getan habe oder versucht habe zu tun online, bin ich auf die ganzen Bitcoin-Mining-Rigs gestoßen. Und da habe ich mich gefragt, was das wohl sein soll. Und dann ging es eigentlich los. Ich habe da eigentlich, damals ging das noch, dass man tatsächlich so gut wie alles lesen konnte, was es zu dem Thema gab, weil es noch nicht so viel war. Und es waren so ein paar Bitcoin-Talk und ein paar Foren und dort ist irgendwo Ethereum aufgetaucht. Das war so Anfang, also ich habe es zum ersten Mal gesehen, irgendwo Anfang 2014, White Paper, hat mich extrem fasziniert, das habe ich eigentlich nicht mal losgelassen, habe dann immer alles gelesen, was es so gab. Und als dann ich habe nebenbei mich noch bisschen Geld verdient als Softwareentwickler, weil ich hatte damals schon so 3 Kinder, brauchte noch ein bisschen Geld nebenher. Doktorandenstellen sind nicht gut bezahlt. Und als dann Crowdsale war von Ethereum, damals 18 Millionen Dollar, und Gavin Wood in Berlin ein Büro aufgemacht hat und C++-Entwickler gesucht hat, habe ich mich beworben und wurde gleich genommen und habe dann meinen Doktor pausiert bis jetzt und habe dann quasi ja, Ethereum mitgemacht. Es war so, ja, Sommer 2014 bis Ende 2015, 1,5 Jahre. Ganz, ganz spannende Zeit. Ich habe hauptsächlich mit Gavin Wood, Vitalik Buterin und Jeffrey Willke zusammengearbeitet. Ich habe die Tests geschrieben, die dafür sorgen sollen, dass die Clients immer schön kompatibel miteinander sind. Wir haben dann im Sommer 2015 Ethereum gelauncht. Dann Ende 2015 habe ich Socket gegründet. Da ging es darum, eine dezentrale Sharing Economy zu bauen. Ich habe hier im Hintergrund, weiß nicht, ob jemand, wer das Video guckt, das ist das Schloss von DEFCON 1. Legendär, was wir damals vorgestellt haben, wo wir auch die Idee der DAO präsentiert haben. Und die DAO haben wir dann auch umgesetzt, das war 2016, damals größtes Crowdfunding aller Zeiten zu der Zeit, 250 Millionen Dollar ungefähr. Da fing der Etherpreis hoch, da waren sogar mal kurzzeitig 250 Millionen Dollar, die da drin sind. Dann gab es leider einen Hack, der dazu geführt hat, dass ein Drittel ungefähr des Geldes abgewandert ist zu einem ja, heute bekannten Hacker und damals nicht. Lange Geschichte. Es gibt inzwischen 3 Bücher, die dazu geschrieben sind, die ganzen DAO-Wars, DAO-Hack, alles ins Detail beschreiben. Am Ende ging es so aus, dass es ein Hardfork gab, die Geburtsstunde von Ethereum Classic. Danach haben wir uns ein bisschen mit Consulting verdingt, ein bisschen etwas ruhiger um uns geworden. Wir haben dann Anfang 2017 nochmal ein VC-Funding aus Silicon Valley bekommen, haben nochmal das USN weitergebaut, ist dann da mehr in die Richtung gegangen, dass wir ein Backend-Technologie gebaut haben, namens Incube. Das war ein Minimal Verification Client. Also ein kleiner Ethereum-Client, der auf IoT-Geräte passt. Dann haben wir im Sommer 2019 Socket verkauft. Ich bin noch 2 Jahre als Geschäftsführer geblieben und dann vor einem halben Jahr gegangen. Und das halbe Jahr habe ich genutzt, um viel Zeit mit der Familie zu verbringen, durch Sachen ruhig angehen zu lassen. Und jetzt gehe ich gerade wieder auf Angriff und habe Lust.
Ich bin ein Unternehmer, Vollblutunternehmer und ich kann nicht lange nichts tun und jetzt geht es wieder weiter. Und damit kommen wir wahrscheinlich gleich zu Gami. Ja, natürlich. Aber ich denke, Christoph, für das Buch können wir vielleicht am Ende noch mal kurz drüber reden. Aber Gami.link, das ist ja so eine Art ja, neue Unternehmung oder vielleicht ein Unternehmensteil oder neue Produktidee. Wieso seid ihr dort? Also was ist das erstmal und wieso seid ihr, bist du dort auf den NFT-Zug aufgesprungen? Vielleicht ein bisschen historisch betrachtet, ich habe letzten Jahre immer wieder mich als sagen wir, Business Angel oder als Investor in vielen verschiedenen Firmen beteiligt. Eine von diesen Firmen, wo ich mich etwas näher beteiligt habe, ist Authentic. Authentic ist eine Firma am Chemnitz mit Frank Teg und Thorsten Stein und anderen. Und die kommen eigentlich aus der Drucktechnologie. Und was das Besondere, was die geschaffen haben, ist mit verhältnismäßig einfachen Mitteln, ich will gar nicht in alle Details gehen, wie man Pixel leicht verdreht, den Farbraum etwas ändert und mit einem proprietären Treiber für Drucker etwas drucken kann, was, wenn ich das selbst mit recht professionellen Druckern und Scannern einscanne und wieder drucke, man immer ein anderes Ergebnis bekommt, was aber eine hochauflösende Handykamera erkennt, den Unterschied. Das heißt, in anderen Worten, ich habe hier, die haben so einen grünen Haken, den kann ich mit dem Handy einscannen und sehe, dass das Original ist. Wenn ich ihn kopiere und wieder einscanne mit dem Handy, sehe ich es ein Fake. Das ist vielleicht kurz, was Authentic gemacht hat. Authentic hat erstmal gar nichts mit NFT zu tun. Wir haben das benutzt, um zum Beispiel in Afrika Medizinpackungen sicher dort zu machen, dass man feststellen kann, ob das Originale sind oder nicht. Und viele andere Bereiche. Und ich habe eigentlich gesagt, die beste Anwendung für euch sind NFTs. NFTs, Non-Fungible Token, das hat erstmal gar nicht nur mit Kunst zu tun oder mit was, wo es heute für die Anwendung findet. Heißt einfach nur, es ist ein einzigartiges Objekt, wo es einen Token auf der Blockchain gibt, der diesen repräsentiert. Und non-fungible heißt das, also auf Deutsch würde man eher sagen ununterscheidbar, also unterscheidbar, so rum. Das heißt, zwei Tokens sind voneinander unterscheidbar, was eben nicht so ist bei ERC-20-Tokens, wo eigentlich jeder Token gleich ist. Da habe ich nur eine Balance, das ist eine Zahl, das war's. Hier habe ich quasi einen ganz bestimmten Token. Und ich habe hier eigentlich immer die Richtung gedrängt, das zu tun, aber es war nicht so richtig ihr Kernbusiness. Und irgendwann ist dann Frank auf mich gekommen und gesagt, lass uns doch einfach eine neue Firma gründen, basiert, wir machen einen Lizenzvertrag mit Authentic, die neue Firma macht nur NFTs und da habe ich sogar mich entschieden, mit Co-Founder zu sein. Das ist vielleicht ein bisschen die Geschichte, wo das Ganze herkommt. Und jetzt kommen wir dazu, was Gami.link eigentlich ist. Es ist letztendlich nur ein Aufkleber. Ja, ich habe das Schloss, das ich uns gezeigt habe, da habe ich das mal draufgeklebt. Ne? Kann man es hier gerade ein bisschen sehen. Es ist letztendlich nur ein Aufkleber. Der Aufkleber hat aber einige Besonderheiten. Erstens zerfällt er, wenn man versucht, ihn abzumachen. Also ich mache das an dem Beispiel nicht, aber wenn ich versuchen würde, den abzumachen, würde ich nur kleine poröse Stückchen haben. Also ich kriege das nicht hin, den abzumachen und woanders wieder dran zu machen. Dabei beim Abgehen zerstöre ich den Aufkleber. Erstens. Zweitens, in diesen grünen Haken, eben über wie die Pixel gesetzt sind, ist quasi eine Nummer kodiert. Das ist einfach nur quasi eine DIT von einem NFT. So, und wenn ich jetzt diesen Aufkleber hier draufklebe, kann ich mir die Gami-App nehmen, das einscannen, dann sehe ich die Zahl, dann minte ich ein NFT, aktuell auf der Public Ethereum Chain, in Zukunft auch andere, und mache noch ein Foto dazu, kann Metadaten dazu setzen, mir einen kleinen Text, um was es sich handelt, und dann habe ich einen NFT gemintet, der direkt mit diesem Aufkleber in Verbindung ist. Und der Link kann nie wieder gebrochen werden, wenn der einmal gemintet ist. Das ist, was dieser Gami ist. Na, Gami oder der NFT entspricht den Standards auf Ethereum und kann damit auf OpenSea zum Beispiel verkauft werden, getradet werden, kann man in Wallets anzeigen. Ich kann ihn leicht von A nach B schicken. Und alle Vorteile, die mein NFT so hat, hat dies auch. Nur eben, dass hier ein echtes physisches Objekt dahinter steht, was es nur einmal gibt, was ich nicht faken kann. Ist denn nicht faken, dazu eine Zwischenfrage, kann man denn diesen Ausdruck, könnte man den faken, indem man ihn intelligent kopiert oder sich die Druckdatei irgendwie zu eigen macht, um sie dann mehrfach zu verteilen? Das ist genau, wogegen dieser Aufkleber schützt. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit im physischen Raum. Aber wir haben hier einen Druckexperten da mal rangelassen, der hat stundenlang gebraucht und hat es nicht geschafft. Also was man schafft, ist, eine Kopie zu machen, die größer als das Original ist. Also ungefähr so 3-4 Mal so groß, das kriegt man hin. Wenn man das dann mit der App einscannt, mit der richtigen Entfernung, erkennt er als Original an. Aber was er nicht geschafft hat, und ich will jetzt nicht sagen, dass unter Laborbedingungen irgendwelche Profis das nicht irgendwie schaffen können, aber man braucht halt diesen proprietären Treiber von diesem Drucker.
der halt genau die Raster so setzen kann, den Farbraum wechselt und viele andere Dinge tut, was ein normaler handelsüblicher Rufner nicht kann. So, aber es heißt, es ist extrem teuer und aufwendig, das zu tun. Nicht komplett unmöglich, aber die Kosten sind so hoch, dass es bei den vielen Objekten einfach nicht lohnen würde. Aber das heißt, ich habe dann diesen Aufkleber und den gibt es nicht nochmal. Also ich kann ihn zerstören, da habe ich die NFT eben zerstört, das ist möglich, aber ich kann ihn nicht nochmal irgendwo draufkleben und ich kann sagen, den gibt es auch nicht nochmal. Also als Beispiel, wenn jemand jetzt ein Kunstobjekt hat und ich jetzt hier dieses mein denkwürdiges Schloss, mein kleines Andenken von damals, wenn ich jetzt versuchen würde, eine Kopie zu erstellen, ich könnte den Aufkleber nicht abmachen oder draufkleben, das kriege ich nicht hin, da geht dabei kaputt. Ich könnte einen neuen Aufkleber rankleben, das könnte ich tun, aber der hat eine andere Nummer, ist ein anderer NFT. Ich kriege das nicht hin, dass dasselbe NFT ein anderes Objekt dahinter hat. Das ist quasi so ein bisschen der Hauptkernpunkt, der dahinter steckt. Und das Tolle ist, es ist so einfach. Wir haben damals auch nachgedacht über RFID oder NFC-Chips und andere Dinge. Und ja, die sind zwar gut, aber die haben ein paar Eigenschaften, die sie tatsächlich ungeeignet machen. Wenn man jetzt andere physische NFT-Projekte sieht, die nutzen meistens diese Chips. Erstens halten die nicht so lange und zweitens gehen die tatsächlich sehr schnell kaputt. Es gibt eben genau wegen dieses Schutz, ihn abzumachen und woanders drauf zu machen. Erstens kann man das tun. Bei manchen haben die extra Sollbruchstellen eingebaut, damit man das nicht tun kann. Aber wenn sie Sollbruchstellen haben, heißt es auch, die gehen sehr, sehr schnell kaputt. Also der Aufkleber ist tatsächlich, ihr kennt vielleicht noch diese alten Fußballaufkleber, die gab es schon seit 40 oder 50 Jahren und die kleben immer noch auf den Schränken drauf und kriegt kein Mensch ab. Außer zerstörst die dabei. Also gute Aufkleber, man kann die sogar noch schützen, indem man ja Glas drüber macht und noch was anderes drauf macht, halten tatsächlich, also die optischen Sachen halten viel länger als diese RFID oder NFC-Chips. Und sind tatsächlich sicherer und natürlich viel günstiger in der Produktion. Das heißt, man kann hier günstige Massenproduktionen fahren und damit hat man ganz andere Möglichkeiten natürlich. Und wo liegt jetzt, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, ich könnte damit vielleicht Flotten oder bestimmte werthaltige, mittelwerthaltige Gegenstände versehen oder vielleicht auch teure Nachweisketten, weiß nicht, oder Verpackungen für einen Diamanten oder irgend sowas. Wo liegt denn jetzt für Gummilink selbst das eigentliche Geschäfts- und Verdienstmodell? Ja, gute Frage. Wir haben ja gerade erst gestartet. Es gibt mehrere Optionen. Erstmal sind wir momentan ganz bewusst, lehnen wir das ab, irgendeinen ganz bestimmten Geschäftszweig zu fokussieren. Es ist zwar ein bisschen klar, Kunstmarkt ist was, wo wir die meisten Anfragen bekommen und da werden wir auch einiges tun. Quasi Künstlern aus der physischen Welt diesen Zugang zu diesen NFT-Markt geben. Und ich meine, ich sehe gerade, wie Leute da mit digitalen Affen und Kunstwerken Millionen verdienen und sind ein bisschen außen vor, die jetzt quasi physische Kunst bauen. Und mit diesem Gummy gibt man denen natürlich einen Zugang. Aber das Schöne ist, es ist ähnlich wie ein NFT, den kann man für alle möglichen Dinge nutzen. Und wir sind sehr gespannt, wofür Leute das nutzen wollen. Das Geschäftsmodell gerade eben ist es ganz einfach. Wir verkaufen den für 50 Euro das Stück. Ja, 50 Euro. Da ist natürlich eine Marge dabei und wir gewinnen einfach bei jedem Gummy, den wir verkaufen. Das ist das einfache Geschäftsmodell. Das ist aber erstmal nur, um zu probieren, welche Märkte sind wir jetzt drin, wie wird es angenommen. Wenn wir in die Massenproduktion gehen, wo wir heute noch sind, wissen wir, dass wir den Preis noch deutlich senken können. Momentan sind wir ja noch in der Testphase, ersten 50 Beta-Tester. Wir haben schon einige Bestellungen online, aber sind noch nicht in diesen Hunderttausenden Stück zahlen, wo dann die Preise richtig runtergehen. Mhm. Ein anderes Geschäftsmodell, was wir auch in Erwägung ziehen, es kommt ein bisschen darauf an, wie sich das entwickelt, ist, was im NFT-Markt auch üblich ist, dass man bei jedem Verkauf ein paar Prozent mitverdient. Das heißt, dass man den Einkaufspreis sehr niedrig setzt oder den Verkaufspreis, je nachdem, wie man sieht, und dann aber bei jedem Verkauf von diesen NFT ein paar Prozent mitverdient. Es sind zwei Optionen. Es gibt verschiedene Gruppen von Leuten, für die das eine oder das andere besser ist. Hier müssen wir uns noch ein bisschen rantasten und ausprobieren. Das ist noch nicht festgelegt. Du hast gesagt, mit Aufkleber ist auch möglich, dass man den Haken, oder ich denke mal, kann man auch was anderes nehmen außer dem Haken, zum Beispiel direkt in ein Kunstwerk mit reinnimmt oder in die Lackierung eines Gegenstandes? Ist nur schwieriger von der Drucktechnik her. Also möglich auch, bieten wir jetzt noch nicht an. Wir haben jetzt erstmal noch diesen Aufkleber beschränkt, aber natürlich kann man die auch richtig mit im Produkt direkt mit reindrucken oder in Textilien und anderen Dingen. Das macht es nur drucktechnisch schwieriger, deshalb sind wir dort heute noch nicht. Kann das immer ein Haken sein oder kann das auch was anderes sein? Es kann auch was anderes sein. Wir haben jetzt eben erstmal die Haken gemacht. Es gibt so einen kleinen bisschen mit Machine Learning, muss man jetzt mal anlernen, die Kamera, dass er die Haken gut erkennt und weiß, wo es ist. Die nächste Stufe wird auch sein, der Haken kommt ja noch ein bisschen aus der Authentic-Zeit. Falls es irgendwann mal ein Rebranding geben wird von Gummy Link, kann man auch darüber nachdenken, dort ein anderes Bild oder andere Figur am Objekt zu nehmen.
Also es ist nicht an den Haken beschränkt. Der Haken hat so ein bisschen einen Wiedererkennungseffekt. Man sagt, der Haken kann man irgendwo sehen und hat auch natürlich Symbol, dieser Check ist original oder eben nicht original. Darum geht es ja. Erinnert mich so ein bisschen auch wie ans Ampelmännchen. Hat auch so einen Wiedererkennungseffekt. Ja, richtig. Darum geht es. Du hast vorhin gesagt, es wird dann sozusagen oder in dem ausgedruckten Haken, da ist sowas wie eine Adresse, eine DIT, die dann eindeutig auf irgendwas referenziert. Und wenn man das dann auslöst, ausliest, dann kann man damit den NFT minten. Nur ist ja so ein Mint-Vorgang, wenn man es auf Ethereum macht, naja, doch relativ teuer, weil es eine Ethereum-Transaktion oder muss in eine rein. Und wird es diese Art von NFTs, das ist meine Frage, dann auch für andere Ketten wie zum Beispiel Polygon oder Binance Chain geben? Und wenn ja, was ist so eure Implementierungsreihenfolge? Also je nach Nachfrage, wir haben schon von einigen Chains Nachfragen bekommen. Wir haben erstmal eine Public Ethereum Chain angefangen, weil dort der größte Markt aktuell ist. Und weil wir momentan eben nicht auf Kosten und noch nicht achten, weil wir nur eine kleine Gruppe von Nutzern haben. Also wenn jemand $50 für den Haken oder 50 Euro für den Haken bezahlt, ich habe letztens mal einen gemintet, da war gerade ein guter Tag, da waren die Gaskosten irgendwie 40 Gigabyte oder 30 sogar, da hat es mich nur $18 gekostet. Das war auch ein guter Tag. Aber einen schlechten Tag kann es aber 50 oder mehr kosten. Ja? Das kommt ja auch daran, wie die Gaskosten eben gerade sind. Der nächste Schritt ist für mich eigentlich Polygon. Dort ist auch gerade einiges an Aktivität. OpenSea hat ja auch schon Polygon integriert. Doch was man, es klingt immer so einfach, man geht einfach zu Polygon. Technisch gar kein Problem. Wenn man aber die UX sieht, ist sie schon einiges hinterher im Vergleich zu Ethereum für den Otto-Normalverbraucher. Also wir haben das selber mal gemacht. Ich brauche erstmal, um die Kosten auf Polygon zu bezahlen, muss ich erstmal Matic-Token haben. Und es geht da erstmal dieses, die hat auch kaum jemand. Die meisten haben in ihrem Wallet Metamask und Ether drin. Also wenn wir Nutzer haben, die ein Metamask-Wallet haben, können sofort loslegen, weil die meisten haben schon Ether. Wenn ich anfange mit Polygon, heißt das, ich muss erstmal zu einer Exchange. Es ist nicht schwer, es geht alles zu machen, aber ist wesentlich komplizierter, als sich einfach schnell auf der Ethereum-Chain zu binden. Also es ist nur ein reines UX-Problem, dass Polygon momentan wesentlich schwieriger ist als Ethereum. Eine andere Frage. Ja. Warum habt ihr euch für die Aufkleberlösung entschieden? Die Aufkleberlösung kam ja ein bisschen von der Authentic-Welt. Ich habe ja vorhin kurz erklärt, dass die welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Also ich kann eine einfache Zahl da hinschreiben. Das ist wie so eine Artikelnummer. Ja? Die kann man natürlich super leicht kopieren. Da gibt es keinen Kopierschutz. Wenn man zum Kopierschutz reingeht, wenn man zum Beispiel Dollar- oder Euro-Scheine sieht, die haben Hologramme drin und die haben ganz viele verschiedene Dinge, um den schwer kopierbar zu machen. Und die sind aber tatsächlich nicht ganz günstig in der Produktion. Und das war Drucktechnik, ist aber natürlich viel günstiger als zum Beispiel RFID oder NFC-Chips. Und tatsächlich viel, viel langlebiger und leichter, nicht nur der Herstellung. Das Langlebige ist vor allem, wenn man einen RFID-Chip ist halt sehr, das ist das Ausdrücken. Der ist natürlich etwas klobiger. Da ist ja quasi ein mechanischer Schaltkreis irgendwo da. Den kann man auch mal als Ganzes abziehen, ohne ihn zu zerstören. Und die so gebaut sind, dass man sie zerstört beim Abgehen, die gehen auch so sehr schnell kaputt. Wenn jemand mal ein bisschen doller rankommt oder es mal runterfällt, so ist dadurch quasi die Zerstörung, das war einfach nicht, das ist nicht wirklich gut geeignet für NFTs. Der Aufkleber ist so viel robuster und geht trotzdem kaputt, wenn man ihn abmacht, dass er tatsächlich die besten, ganz einfach die besten Eigenschaften hat. Braucht ihr da eine besondere Farbe? Momentan gehen wir in diese grünen Töne rein. Es geht sicherlich auch mit anderen. Also diese proprietäre Druckertreiber spielt mit den Farbräumen und mit den Rastern. Das sind so die zwei Sachen, die da sehr besonders sind, warum die von den normalen Druckern nicht einfach nachgemacht werden können. Es geht jetzt um die Farbe. Geht der normale Druckerfarbe oder habt ihr eine spezielle Farbe? Oh, jetzt müsste ich den Thorsten Stein fragen, der unser Druckerexperte ist. Kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Okay. Also nach dem, was ich weiß, geht es mit normalem Laserdrucker. Kann gut sein, ja. Also ihr braucht einen Laserdrucker. Tintenstrahl geht nicht. Ich glaube, die machen das sogar mit Tintenstrahldrucker. Das würde ich gar nicht so auf den Druckertyp sehen. Wie gesagt, es geht mehr um die, also wenn man ganz mit dem Handy richtig reinzoomt, erkennt man das. Wie das Raster und die Farben und den Punkt leicht verdreht sind. Wenn man halt von einem Farbraum in den anderen Farbraum wechselt, ob ich jetzt RBG habe, geht dann in den, wie heißt der gleich, YMCK? CMYK. Zum Beispiel den, verliere ich halt auch Informationen, wenn ich diese Wechsel mache. Und diese Dinge, mit denen wird quasi gespielt und vor allem mit den Rastern und dadurch kriegt man diese Information da rein. Es ist nicht viel Information, aber es reicht aus, um so eine Nummer aus so einer DIT da reinzuschreiben. Mhm.
Kommen wir zu den NFTs. Okay. Du hast es ja auch schon angesprochen. Was denkst du, der NFT-Boom, wird er noch länger anhalten oder stehen wir erst am Anfang? Ich denke, wir reden hier von mehreren Wellen von verschiedenen Anwendungen. Es ist ähnlich, als die ERC-20-Tokens kamen. Also Tokens sind erstmal, die gab es schon lange bei Ethereum, aber ERC-20 hat sich schön standardisiert. Und dann gab es die ersten ICO-Booms, erste Welle. Dann dieselben Tokens wurden benutzt, um Security-Tokens zu machen. Dieselben Tokens wurden benutzt, um DAO-Governance-Token zu machen. Und jetzt kann man alle möglichen Dinge damit repräsentieren, weil letztendlich ja einfach nur ein, also ERC-20-Token wäre es ein Fungible-Token. Ich sage quasi alle ununterscheidbar. Und das ist für so viele Dinge anwendbar. Jetzt kommen NFTs, was eigentlich eine ganz einfache Geschichte ist. Die gab es auch schon übrigens sehr lange. Die gab es auch schon lange vor diesem NFT-Boom. Wenn man sogar schon in Bitcoin schaut, gab es Colored Coins. Und Colored Coins sind eigentlich auch nichts anderes als NFTs im Grunde genommen. Und diese Idee ist also schon viel älter. Aber es gab jetzt einfach diesen Standard. Das ist eben ein Token, ein Ding. Und natürlich mit digitalen Objekten ist es wesentlich leichter als mit physischen, also als Anfang auf jeden Fall. Und der Kunstmarkt ist der sich drauf gestoßen, also richtig der geboomt hat. Ja? Und die ganzen Profile-Pictures, ob das die Bored Apes sind oder die Crypto-Kitties damals. Und das ist ein Boom gewesen. Es gibt aber viel, 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 viel mehr als den Kunstmarkt, für den NFTs relevant sind. Man kann NFTs zum Beispiel nutzen für Zugangsrechte. Ein NFT ist gleich ein Schlüssel. Unsere alte Idee mit den Schlüsseln habe ich letztens erst ein Video gesehen von jemandem, der NFT ist gleich Schlüssel. Wenn du diesen NFT besitzt, kannst du diese Tür öffnen. Also einfach nur, auch in der physischen Welt, ja. NFT ist gleich Zugangsrechte. NFT könnten aber auch andere Dinge sein, wie bestimmte Aktien, die eben nicht ununterscheidbar sind. Sowas wie Namensrechtsaktien, andere Aktien, die vielleicht bestimmte Rechte mit an den Aktien gebunden haben. Dafür könnte man auch NFTs benutzen. Man könnte NFTs für Objekte wie im Real Estate, also Immobilien benutzen. Es gibt so viele Anwendungen, wo ein Token ist gleich irgendetwas eine Rolle spielt. Und die sind alle noch gar nicht richtig aufgegangen und da wird einer nach dem anderen, denke ich, noch kommen. Das heißt, wir werden vielleicht, irgendwo wird es mal einen Peak geben von den ganzen, sag mal, Bored Apes und Co. Ich selber habe zum Beispiel gar keinen gekauft, weil ich einfach gar nicht so der Typ dafür, ich bin nicht so dieser Sammler, der so Kunstobjekte sammelt, außer vielleicht Dinge, die persönlichen Wert haben. Aber ist einfach nicht so mein Typ. Aber es gibt einige NFTs, ob das jetzt vor allem Zugangsrechte zu Dingen, die halte ich für sehr, sehr wertvoll und die haben noch gar nicht angefangen zu boomen. Also ich denke, der NFT-Space als solches, der hat noch eine großartige Zukunft vor sich. Der Kunstmarkt sicherlich auch, aber die einzelnen NFT-Projekte, die gerade so Standard sind, also irgendwie 10.000 Bilder in einer leichten Abwandlung von irgendwas, ob das jetzt eben mal ein Affe ist oder mal eine andere Affenfigur, das ist dann, glaube ich, irgendwann mal abgelutscht und nicht mehr so neu. Also das sehe ich vielleicht auch als ein Hype, der wieder vergeht. Aber das die andere Anwendungen, da kommt, denke ich, noch sehr viel. Ich habe noch eine Zusatzfrage. Du hast jetzt angesprochen, NFT für Zugangsrechte. Mir schließt sich nicht, wozu ich da unbedingt eine NFT brauche. Es reicht doch im Prinzip, wenn ich einen Token habe. Ne, da hast du nur eine Balance. Also ein Token wäre dafür eher ungeeignet. Also wenn du einen Schlüssel hast von etwas, ist ja auch nicht wie die Anzahl von Schlüsseln, die entscheidend ist und alle Schlüssel sind gleich und es geht nur um die Anzahl. Es geht darum, ob du den einen Schlüssel hast, um diese Tür zu öffnen. Und das ist ja genau der Unterschied zwischen irgendeinem ERC-20-Token und einem NFT. Dein Schlüsselbund besteht ja nicht einfach nur aus 10 gleichen Schlüsseln. Und wenn du mehr als 5 hast, darfst du irgendeine Tür öffnen. Sondern dein Schlüsselbund besteht aus, von mir aus, 10 ganz speziellen Schlüsseln, die jeweils nur ganz spezielle Dinge öffnen können. Und genauso kannst du auch im digitalen Bereich das denken. Also angenommen, ich bin bei einer DAO und da gibt es eben 5 Kuratoren oder was heute meistens in Multisigs gemacht wird, aber diese 5 haben ganz bestellte Rechte, sind vielleicht auch unterschiedlich. Der eine kann dort mitstimmen, der andere kann dort mitstimmen und die kriegen quasi den einen NFT, der ihnen bestimmte Rechte gibt, bestimmte Dinge zu tun. Und wenn sie irgendwann mal abtreten, diese Rolle nicht mehr haben wollen, geben sie diesen einen NFT den anderen weiter. Sie geben keinen Private Key weiter, dass er den Schlüssel hat, das zu tun, denn sie geben einen NFT weiter, der die Rechte, die damit einhergeht, übernimmt in dieser DAO. Ja? Das sind zum Beispiel Dinge, die kann man wunderbar mit NFT machen. Einfach bestimmte Rechte. Ja, aber nochmal, ich bin der Meinung, das kann man mit Token machen. Wenn ich jetzt einen Schlüssel, einen NFT-Schlüssel habe, der mir 5 Rechte gibt, was auch immer, ist vollkommen wurscht. Dann reden wir auch von NFT. Dann haben wir ein NFT. Das ist okay. Richtig, genau. So in dieser Kombination zum Beispiel. So, und jetzt könnte ich aber sagen, dieser NFT wären genauso 5 Token, weil ich bin ja nicht der Einzige, der dieses Recht hat. Bei einer DAO gibt es ja viele, die mittreten dürfen. Wenn du ein NFT hast, dann bist du der einzige Besitzer von diesem NFT. Ja. NFT ist ein einziger. Der NFT ist aber ein Schlüssel und der Schlüssel öffnet verschiedene Türen.
Und ich bin nicht der Einzige, der einen Schlüssel hat für diese Türen. Dann gibt es von mir aus 5 NFTs, die dieses Recht auch haben. Die sind zwar alle einzigartig, die NFTs, aber haben alle dasselbe Recht. Das kann man machen. Aber es sind keine ERC-20-Tokens. Ja, aber ich könnte doch ERC-20-Token nehmen. Dafür. Dafür nicht, nee. Doch. Das geht nicht. ERC20 sind fungible Token. Ja, natürlich. Wir sprechen von non-fungiblen. Richtig. Kannst du Geld nehmen, um eine Tür zu öffnen? Das ist wie wenn du jemand sagst, Geld, was hast du da egal, ob du den Geldschein A oder B hast? Also ein 10-Euro-Schein ist ein 10-Euro-Schein, egal welcher das ist. Wenn du sagst, wenn du einen Unterschied machen würdest, dann wären es NFTs. Wenn du keinen Unterschied machen würdest, was ja der Realität so ist, dann sind sie natürlich 10-Euro-Schein, 10-Euro-Schein. Du sagst ja nicht, wer 10 Euro hat, auf der Tür öffnen, egal mit welchem 10-Euro-Schein. Machst du ja nicht. Das wäre ein ERC20-Token. Kann ich machen. Kannst du machen, macht nur keinen Sinn. Richtig, ja. Kann ich sagen, nur ein Geldschein mit einer bestimmten Nummer öffne den. Aber ich kann gleich. Dann ist es ein NFT. Dann ist kein ERC20-Token. Ich könnte aber auch sagen, ich gebe für diese Tür, gibt es halt 5 Leute, die da passieren dürfen und da habe ich 5 Token. Könnte ich genauso machen, verstehst du? Ich verstehe nicht die Notwendigkeit, warum ich für bestimmte Sachen unbedingt ein NFT brauche. Also es macht null Sinn, dafür einen Token zu verwenden, sag ich mal so. NFT ist 1000-fach einfacher und klarer und deutlicher. Also es ist, wie wenn du sagen würdest, du machst eine extra Währung für diese Tür, du stellst aber nur, machen wir mal Euro, oder Tor-Token, es gibt halt die neue Währung Tor-Token, davon gibt es genau 5 Stück und nur wer einen Tor-Token hat, darf diese Tür öffnen. Ja, kann man machen, aber es ist nicht so sinnvoll, sag mal so. Dann mache ich doch lieber 5 NFTs, die haben all das Recht, aber die haben vielleicht auch noch andere Rechte. Der eine darf alle Türen öffnen, auch den Keller, der andere darf nur seine eigene Zimmertür öffnen und die Haustür mehr nicht. Und du kannst quasi jeden NFT ganz genau sagen, ein modernes Schließsystem funktioniert genau so. Du hast quasi, jeder Schlüssel hat verschiedene Rechte. Macht viel mehr Sinn. Also NFTs sind dafür 10-mal mehr geeignet als ein ERC-20-Token nur fürs Türöffnen. Aber Thor, du hattest ja vorhin, das ist eine Überleitung zur nächsten Frage, gutes Beispiel gemacht. Man könnte ja theoretisch Geldscheine und auf die Geldscheine Nummern gleich ein NFT sozusagen drucken damit oder eine Identifikator, dass dieser Geldschein eben eindeutig, es war auch 10 Euro wert, aber er hat eben diese eine Seriennummer und die ist noch mit was anderem verbunden. Also könnten mit eurer Technologie, das ist jetzt die Frage, eventuell auch solche Geldscheine, die dann eindeutig nachvollziehbar oder vielleicht wem sie gehören oder gehörten, gedruckt werden. Macht das Sinn? Könnte das eine Anwendung sein? Ja, streng genommen. Also es ist so Geldscheine, wenn man die mal anschaut, da sind ja überall eine Nummer drauf. Also wenn ich jetzt mal hier einen 50-Euro-Schein nehme, so, der hat ja streng genommen hier oben eine Nummer. So, so gesehen ist der schon eindeutig und so gesehen ist es quasi ein NFT. Auch wenn man den behandelt wie die ERC-20-Token, weil jeder Schein gleich viel wert ist, eigentlich haben die Scheine auch nochmal eine Nummer und sind damit eigentlich auch eindeutig. So, es ist natürlich, es wird nicht getrackt, wo einer, wer der Besitzer ist und an den weitergeht. Besitzer von Euroscheinen ist eben, wer das Ding in der Hand hat und fertig. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, man macht das in Form eines NFT-Tokens, der weitergereicht wird. Theoretisch machbar. Wenn einen das interessiert, die Historie eines Scheines, kann man das machen, ja. Technisch ist es möglich. Ja, nächste Frage ist, du hattest ja letztendlich schon gesagt, eine DIT könnte man über NFTs eben auch Identitäten nachweisen, beziehungsweise auf diese Art und Weise Ausdrucke, Ausweise oder ähnliches drucken, die auch selbst referenzierend dann auf eine Identität oder auf etwas in einer Blockchain geankert sind? Also man muss ja klar versuchen, die Begriffe auseinanderzuhalten. Ein NFT selbst ist ja eigentlich nur eine Nummer auf der Blockchain, die eine Adresse als Besitzer hat und der Besitzer kann wechseln. So, jetzt Identität heißt ja eigentlich, es gibt eine Person und die hat viele Merkmale. Diese Merkmale kann man in Form von irgendwelchen Credentials in irgendeiner Form speichern. Ich kann natürlich sagen, diese Credential ist ein NFT. Die Frage ist immer nur, wie sinnvoll ist das, den weiterzugeben an jemand anders? Beispielsweise mein Name oder meine Adresse. Es hat eigentlich keinen Sinn, das als NFT an jemand weiterzugeben. Es gibt vielleicht, also müsste ich wirklich drüber nachdenken, es gibt vielleicht irgendwelche Anwendungen, wo das in irgendeiner Form sinnvoll ist. Aber was willst du genau weitergeben? Momentan ist doch mehr, dass ich meine Identität von mir aus an einen Public-Private-Key-Pair binden möchte, um zu zeigen, das ist das, was ich besitze, zum Beispiel NFTs oder irgendwelche NFT-20-Token. Und die können den Besitzer auch wechseln. Interessant wird es eben dann, wenn ich wirklich wissen muss, wer der Besitzer ist. Das ist tatsächlich bei physischen NFTs dann nicht mehr ganz unrelevant. Wenn ich zum Beispiel mal von diesem Schloss ausgehe, eine Frage, die wir nämlich ganz oft bekommen, wenn jetzt jemand ein NFT kauft, was passiert denn da mit diesem Schloss hier? Also diesem Kunstwerk oder was auch immer. Steht immer noch bei mir.
So gesehen muss ich mit denen reden, der muss ich ausweisen, dass das wirklich ist, indem er dann zeigt, dass er den Key hat, der den NFT besitzt. Und dann hat er das Recht natürlich, dass ich ihn das per Post wie auch immer zuschicke oder er sich abholt, was auch immer. Das ist erst dann quasi der neue Eigentümer, auch wenn ich noch als Besitzer das Ding in der Hand halte, muss ich trotzdem den Eigentümer das geben, wenn er es fordert. Also von daher ist dann Identität schon, spielt dann schon eine Rolle, aber eher für mich, dass ich jemanden ganz klar ausweisen kann und verbinden kann, vielleicht zum Beispiel mit irgendwelchen Keys, die er besitzt. Aber nicht so direkt sagen, ein Verifiable Credential ist ein NFT, macht für mich weniger Sinn. Mhm. Okay. Du hast natürlich jetzt auch vorhin mal über die Kosten geredet mit dem Aufkleber, quasi mit dem einen eindeutigen Aufkleber. Wäre es natürlich auch eine Idee, das auch für minderwertige Dinge mit zu benutzen? Kannst du das irgendwann vorstellen? Richtig. Authentic macht das ja schon nicht im NFT-Space, sondern für Medikamentenpackungen. Die machen das für Solarmodule, um zu zeigen, dass Originale sind. Da geht es aber eigentlich nur darum, sind sie original, sind sie nicht original. Da spielt der NFT-Charakter, die Handelbarkeit, all das eben noch keine große Rolle. Wenn es Objekte sind, wo es sehr wichtig ist zu wissen, dass Objekte von einer Hand in die andere gehen und man will diese Kette nachweisen, dafür ist es auf jeden Fall sinnvoll. Und in der Massenproduktion kriegen wir die Kosten runter von den Haken und man muss dafür natürlich auch nicht die Public Ethereum Chain nehmen. Man könnte dafür eben irgendeine wesentlich zentralere Chain nehmen, die dafür aber viel günstiger ist einfach. Und das ist natürlich kein Problem. Ich sehe das schon als Anwendung. Es ist schwierig zu wissen, wo genau dieser Markt ist. Bei solchen Massenprodukten wie eben Medikamenten und so weiter spielt eigentlich keine Rolle, wer war der Vorbesitzer. Da geht es nur darum, ist es ein Original oder ist es kein Original. Bei Kunstwerken zum Beispiel ist es schon relevant, wer es davor besessen hat. Und je nachdem, wie hochpreisig sie sind, ist es auch egal, ob man da $18 bei Minden bezahlt von dem NFT. Das heißt, was du gerade sagst, ist, wo gibt es vielleicht irgendwas in der Mitte, wo sowas tatsächlich relevant sein könnte? Werden wir sehen, das ist das Schöne an diesem Aufkleber, keine Ahnung, wofür die Leute verwenden werden. Und man kann damit sehr schön die Historie on-chain nachweisen oder verifizieren, welcher Key zumindest der Besitzer von diesem NFT gewesen ist. Und ich bin gespannt auf die Use Cases dann eben, die dann noch auf uns zukommen. Ja. Manchmal werden Dinge natürlich auch mehr wert, ja, wenn irgendeine Berühmtheit das besessen hat für eine gewisse Zeit, ist damit einmal der Wert von dem Weg gleich gestiegen. Ne? Wenn man das schön nachweisen kann, ist es ja auch schön. Kommen wir mal ein bisschen noch so ein bisschen auf deine Ethereum-Historie oder auch in den, wie hängt das zusammen? Wie wird sich deiner Meinung nach Ethereum 2 oder die Umstellung dann auf den NFT-Bereich auswirken? Wird das zu einem Boom oder dass sich noch mehr NFTs auf Ethereum konzentrieren? Wozu wird es führen? Hauptsächlich werden die Kosten dadurch runtergehen und dadurch werden Applikationen, für die das sehr wichtig ist, natürlich wieder möglich werden und dadurch gibt es auch ganz neue auch Booms, die dadurch passieren können. Wenn ich den jetzigen NFT-Markt betrachte, die bekannt und groß sind, da spielen diese Kosten gar nicht so die große Rolle. Also wenn Leute Millionen ausgeben, um so ein Bored Ape zu kaufen, sind diese $50 oder $100 Minting nicht relevant. Aber für einen großen Massenmarkt, der vielleicht viele, viele NFTs finden will und wenn es um Preise geht, die um die $100 sind, ja, dann ist es ein großer Unterschied, ob ich $50 oder nicht bezahlt habe fürs Minten. Also diese Preisklasse, die kann dann erst richtig scheinen und benutzt werden. Natürlich heißt es auch, der internationale Markt in Ländern, wo eben irgendwo in Afrika und anderen Gegenden, wo Sachen noch wesentlich günstiger zu haben sind, diese Märkte werden damit natürlich auch eröffnet. Das sehe ich eigentlich als Ding. Ethereum 2 wird hauptsächlich die Kosten senken. Das ist was für, also der NFT-Bereich, was spürbar sein wird. Nun heißt ja unser Podcast DeFi gleich dezentrale Finanzen. Punkt jetzt. Wie schätzt du das ein? Wie dezentral wird der NFT-Bereich oder vor allen Dingen NFT-Börsen wirklich werden? Zurzeit sehen wir ja eine Zentralisierung von NFT-Börsen. Ne? OpenSea. Ja, wobei das ja nur Handelsplattformen sind. Man muss sie ja nicht dort halten. Also ist ja, die NFTs kann ich ja in meinen eigenen Wallet halten und kontrolliere sie auch mit meinen Keys. Es gibt natürlich Handelsplattformen und ja, da ist es ein bisschen mit Netzwerkeffekten und das heißt, viele gehen gerne auf eine, wo alles ist und OpenSea hat sich aktuell durchgesetzt. Es gibt auch andere, die sehr schön sind, wie SuperRare oder LuxRare, okay, glaube ich, ja, die sind auch wirklich gut. Das ist die Frage ist, wie viel Zentralität braucht man im Angebot? Ich fände es auch schön, wenn wir mehrere hätten. Man hat ja manchmal schon gesehen, wenn bei OpenSea die Server überlastet waren, dann ging gar nichts mehr. Trotzdem habe ich noch mal NFT besessen, aber es war halt nicht mehr so leicht, den irgendwo anzubieten oder zu kaufen und verkaufen, was ich sowieso nicht viel getan habe, von daher ist für mich kein Problem. Aber es wäre schon gut, wenn dort viele Märkte und Angebote sind. Das, was eigentlich der springende Punkt ist, was dezentralisiert werden müsste,
ist eigentlich das Angebot selber. Denn dann könnten verschiedene Märkte dieselben Angebote zeigen. Jetzt ist es so, ich besitze zwar selber mein NFT, das ist dezentral, aber wenn ich den zum Verkauf anbiete, ist das quasi nur bei OpenSea. Eigentlich müsste ich das auf Smart Contract-Ebene zum Verkauf anbieten und dann könnten verschiedene Marktplätze denselben Objekt quasi anzeigen. Und es ist wie, ich habe das ja damals verglichen immer mit Airbnb, was wir versucht haben zu bauen. Wenn alle Airbnb-Listings in einer Public-Datenbank wären, wie zum Beispiel Public Ethereum, dann wäre die Konkurrenz nur noch, wer baut das schönste User-Interface? Wo ist es am schönsten zu machen? Aber die Daten sind überall dieselben. Und dann hätte man auch diesen Netzwerkeffekt damit gebrochen. Was dann eigentlich egal ist, ob man über OpenSea oder SuperRare oder was auch immer reingeht, weil überall dieselben Angebote zu sehen sind. Das ist aber aktuell nicht der Fall. Also ich hoffe, dass wir da hinkommen. Und ich glaube, das könnte sein, dass wir mit Ethereum 2 und den günstigeren Kosten dahin kommen, dass die Angebote on-chain sind. Es kostet zwar dann jedes Mal was, das Angebot zu erstellen und die Trades, aber damit würde man einen Schritt näher an dieser Dezentralisierung kommen. Also Ethereum 2 kann wesentlich mehr Dezentralisierung in den Application Layer bieten, als Ethereum 1 es gerade macht. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du dezentrale Börsen für NFTs haben, ne? Richtig, und der kleine Schritt, der fehlt, ist eigentlich nur, dass die eigentlichen Kauf- oder Verkaufangebote auch on-chain zu finden sind. Und dann das heißt, wir bräuchten einen neuen EIP, einen neuen Standard. Kann man machen, muss man nicht machen, ja. Also wenn man diesen Verkauf und Kauf einfach nochmal richtig standardisiert, diese Angebote, damit sie alle von allen Oberflächen gleich eingelesen werden, ja. Standards helfen da schon sehr, das stimmt. Und das momentan ist natürlich auch eine Kostenfrage. Eben umso mehr man on-chain macht, umso teurer wird es. Aber wenn Ethereum 2 die Kosten runterbringt, und Ethereum 2 wird sich vor allem auf Data Availability konzentrieren. Das ist so ein bisschen, wir reden gleich über Zero Knowledge Proofs. Und Zero Knowledge Proofs, die ja die eigentliche Skalierungslösung sind, werden on-chain vor allem Daten speichern wollen und brauchen eigentlich diesen Data Availability Layer. Und das ist das, was Ethereum 2 ja eigentlich immer mehr machen möchte. Es wird zwar immer diesen einen Chart geben, wo man eine EVM hat und wirklich Smart Contract ausführen kann, ob auf den anderen Charts auch diese EVM und die Smart Contract-Fähigkeit gebraucht werden, ist eigentlich noch eine offene Frage. Es kann auch sein, die werden alle nur gebraucht, als wo die Proofs, also die Beweise gespeichert werden von den Zero Knowledge Proofs. Und das könnte auch eine mögliche Zukunft sein. Und das heißt, wenn die Daten aber da sind, kann man auch dort Angebote und andere Dinge reinschreiben. Also dort sehe ich eigentlich die Zukunft, dass wenn Ethereum das schafft, dass dann eben die Application Layer auch immer mehr dezentral werden, wir irgendwann hoffentlich dahin kommen, dass die ganzen Marktplätze nur noch Nutzeroberflächen sind und nichts sonst. Du hast es schon angesprochen gehabt, NFTs und Zero-Knowledge-Proof-Technologie. Meinst du, dass man das miteinander verheiraten kann oder sollte? Auf jeden Fall. Also ein Beispiel davon ist ja ENS. ENS, streng genommen, nicht gestartet als jetzt ein NFT-Projekt, also Ethereum Name Service. Da geht es darum, dass man seine Domain wirklich besitzt, also ich zum Beispiel jensch.eth, so, oder eine andere. Und das ist aber praktisch gesehen auch ein NFT. Die Domain ist letztendlich nichts anderes als ein NFT. Und ENS ist auch gerade dabei, das Ganze auf Layer 2, also mit Optimism oder Zero Knowledge Proofs, dazu hinzuheben. Ich sehe die größte Herausforderung eigentlich dann darin, und es gibt da auch Ansätze, die schon daran arbeiten, gerade Starkware, wie kriegt man diesen ganzen Layer 2 miteinander interoperabel? Momentan wirkt es noch von Nutzersicht und auch von der Entwicklersicht wie eine eigene Blockchain. Jedes eigene System. Die sprechen noch nicht direkt mit den anderen. Man kann nicht einfach mal eine Transaktion von den einen ins andere schicken. Man kann nicht einfach diese Smart Contracts einfach ausführen, so wie es gerade so schön geht auf Layer 1 bei Public Ethereum. Das heißt, technisch gesehen funktioniert es zwar super, aber die Nachteile, also Interoperabilität, dass man schön diese DeFi-Lego-Steine hat, die man aufeinander aufbauen kann, die sind momentan nicht so stark zu erkennen. Und das ist eigentlich der nächste wichtige Schritt für Layer 2, dass wir das hinbekommen. Dann wird dort nämlich dieselbe Innovation wieder passieren kann. Weil das noch nicht geht, ist so viel noch auf Layer 1. Mhm. Und ja, du hast ja jetzt schon noch ein paar Ideen zu diesen Verbindungen von Zero Knowledge, Proof-Technologie und NFTs geliefert. Könnte dadurch eventuell ganz neue Anwendungsfälle auch ergeben, dass du deine Nachweise selbst von irgendetwas, also wenn du jetzt da den Haken zum Beispiel hast und du hast dann den Key, dass du dich trotzdem gar nicht offenbaren musst und es reicht, ohne deine Identität preiszugeben, sei es auch Handlungsangebote machen, nehmen wir mal an, du versteigerst, ersteigert etwas
um solche dezentralen Börsen auch trotzdem relativ anonym abwickeln zu können und so weiter und so fort. Könnte das eine Idee sein? Ja, auf jeden Fall. Also diese Zero-Knowledge-Proofs machen ja genau das. Ich beweise dir etwas, ohne die Details zu zeigen. Es ist, mein Zero-Knowledge-Proof, eine Anwendung ist, sind ja diese Layer-2-Lösungen, aber Zero-Knowledge-Proof selbst ist ja auch erstmal eine kryptografische Methode, die für sich dasteht. Ja? Jetzt, wo es nicht nur darum geht, dass man 4 Transaktionen in eine packt mit diesen Zero-Knowledge-Proofs, das ist ja eine Anwendung quasi nur. Mal als Beispiel, wenn wir bei den Schlüsseln von vorhin bleiben, angenommen, ich kann dir nur sagen, ich sage dir nicht, welchen Schlüssel habe, ich sage dir aber, ich habe einen Schlüssel, der diese Tür öffnen kann. So, also als Beispiel. Angenommen, es gibt 10 Schlüssel, 10 NFTs, die Zugangsrecht haben, diese eine Tür zu öffnen. Ein Zero-Knowledge-Proof würde bedeuten, ich kann dir beweisen, dass ich einen besitze, der es kann, ohne dir zu sagen, welcher das ist. So, für was das gut ist, da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken, was man damit alles machen könnte. Aber man könnte eben auch sagen, ich habe einen Bored Ape, sage dir aber nicht, welchen. So. Für was das gut ist, wie gesagt, muss man drüber nachdenken. Ja, aber es gibt sicherlich Anwendungsfälle, für die dieser Ansatz wichtig ist, dass man anonym bleibt, aber nur sagen, also ich finde die ja besonders wichtig tatsächlich bei Identität. Ich möchte bei einer Identitätsnachweis sagen, ich bin über 18, aber ich muss nicht mein Geburtsdatum sagen. Oder ich wohne in Deutschland, ich muss aber nicht meine Adresse nennen. Und das sind solche Verifikationen, die man sehr schön mit Zero-Knowledge-Proofs machen kann. Mhm. Steht uns mit diesen, durch diese Zero-Knowledge-Proof-Technologien auch eine völlig neue Generation von Blockchains bevor, zum Beispiel wie das MINA-Protokoll, wo die Blockchain ja selber eigentlich nur 22 KB groß ist und bleibt? Wie ich schon vorhin gesagt, eigentlich ist jedes, also Zero-Knowledge-Proof basierende Layer-2-System verhält sich wie eine neue Blockchain. Es ist eigentlich, könnten wir auch sagen, müssen wir jetzt den Proof auf der Public Ethereum-Chain machen? Ich könnte ja auch irgendwo anders machen. Ich könnte ja auch in die Zeitung reinschreiben. Würde gar nicht so viel ändern für die meisten. Bis auf diesen einen Unterschied, dass die ja meistens noch Ether drin haben und ich die Ether wieder Layer 1 rausholen könnte. Wenn ich diesen Effekt mal kurz wegnehme und nicht, wenn ich den nicht brauchen würde, dann wäre eben der Beweis jeden Tag bei uns in der Zeitung ausreichend und ich hätte ein funktionierendes Zero-Knowledge-Proof-System, wo ich Transaktionen machen könnte. Deshalb, das sind eigentlich wie eigene Blockchain-Systeme, wie sie sich verhalten und wie sie verwendet werden. Ja. Und wenn man halt die Public Ethereum Chain drunter wegnimmt, dann hat man eben sowas wie, ich kenne das MINA-Protokoll nicht im Detail, kann ich nicht viel sagen, aber dann hat man eigentlich wie ein eigenes neues Protokoll, wie eine eigene neue Chain. Ja, ich werde dazu demnächst vielleicht ein eigenes Meetup machen mit MINA. Okay. Andere Frage noch, bevor wir zur nächsten Folie kommen. Kannst du dir vorstellen, dass es bei Ethereum 2 dann Charts gibt, wo vielleicht nur NFTs gehandelt werden, weil es einige, sagen wir mal, weitere Funktionalität gibt, die nur für NFTs erforderlich ist? Ja, aber nicht wegen der Funktionalität, sondern einfach nur aus dem Grund, weil in einem Chart sind die Transaktionskosten günstiger, als wenn ich Cross-Chart-Transaktionen mache. Das heißt, es wird sich natürlicherweise ergeben, dass sich gewisse Ökosysteme in einem Chart niederlassen, die viel miteinander tun. Und wenn jetzt NFT-Märkte, wenn die Leute immer dieselben NFTs traden und immer wieder Dinge tun, also von mir ihre Bored Apes traden oder andere Dinge, dann macht das sehr viel Sinn, dass die sich alle in einem Chart befinden, weil die weniger Transaktionskosten haben. Also aus dem Grund sehe ich das schon so, dass es bestimmt irgendein Chart geben wird, wo sich eben diese kunstsammelnden NFTs zum Beispiel aufhalten werden. Aber von der Funktionalität her werden die, denke ich, also es kommt darauf an, ob die auf Layer 1 EVM brauchen, dann ist es ja aktuell nur geplant, einen Chart zu machen. Langfristig könnte es auch für alle Charts sein. Aber die anderen sind ja momentan Data Availability Layers für Zero Knowledge Proofs. Also ja, aber um es kurz zu machen, ja, ich sehe das schon so, dass NFT sich irgendeinen Chart wiederfinden werden. So, dann sind wir fast durch. Und die anderen Fragen haben wir jetzt ausgelassen, weil die haben wir ja schon mit dir mal geklärt gehabt. Ein paar Sachen hast du auch nochmal am Anfang heute klargestellt, mit den Banken zum Beispiel. Kommt zu der Schlüsselfrage, wer ist Nicolas von Saberhagen und wo wohnt er? Keine Ahnung, nie gehört. Mhm. Gut, ist natürlich auch nicht. Ja, sagt dir Monero irgendwie was? Ja, das sagt mir was, selbstverständlich. Na Ralf, erzähl weiter. Ja, wenn du die Initialen siehst, könnte dich das auch an Satoshi Nakamoto erinnern? Oder an Nick Szabo? Initialen, ja. Gut. Also die beiden kenne ich. Nicht persönlich. Persönlich? Aber
Nick Szabo kennst du auch nicht persönlich? Wir wissen ja nicht, wer es wirklich Satoshi Nakamoto ist. Jeder hat seine Vermutungen. Meine Vermutung ist Hal Finney, aber ich habe keine Beweise dafür. Mhm. Aber Nick Szabo, der hat eigentlich den Smart Contracts geprägt. Er hat damals auch zur DEFCON gesprochen. Ist zwar der Ethereum-Community jetzt nicht sehr, 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 sehr nah, aber der Gedanke und für die Idee hinter Smart Contracts, ja, die kommt hier auf den. Ja, naja, du hattest ja auch schon gesagt, sind teilweise ein paar unbekannte Personen. Wir wissen nicht, wer Nicolas von Sabahang wirklich ist oder Satoshi Nakamoto. Du warst ja ganz persönlich an dem DAO-Hack insofern beteiligt. Du bist ja der Initiator, Creator des DAO-Papiers, Christoph. Und natürlich hat das bei dir damals, wo das dann dieser DAO-Hack stattgefunden hat, natürlich ja auch einen großen Lebenstraum verschoben, sage ich mal, oder in eine andere Richtung gegeben. Ich habe aber jetzt gehört, oder wir haben in den letzten 4, 5, 6 Tagen gehört, dass es die Vermutung gibt, dass ein Tobi Hönsch, der ein mit 10x Co-Founder ist, dass der eventuell oder mit sehr hoher Sicherheit vielleicht der DAO-Hacker ist. Was kannst du denn da sagen und welche, naja, du sprachst doch vorhin von einem Buch und dadurch, dass du ja selber auch beteiligt warst an dem DAO, an der Suche nach dem DAO-Hacker und so weiter und so fort, was macht das denn mit dir? Also, du hast von einem Buch gesprochen. Das Buch, von dem es hier geht, ist The Cryptopians von Laura Shee. Und ich meine, es gibt, seitdem wir es gemacht haben, 3 Bücher zu dem Thema. Das erste, oder die waren ähnlich zu ähnlichen Zeit rausgekommen, sehr, 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 sehr gut, The Infinite Machine von Camilla Russo, der die Geschichte von Ethereum, die Geschichte der DAO ist, sehr, sehr gut beschrieben. Auch nicht schlecht, aber nicht ganz so tief, meiner Meinung nach, war Out of the Ether. Er ist ein bisschen dramatischer Markt, ein bisschen mehr amerikanisch, der kann das lesen. Aber The Cryptopians ist mit Abstand das detailreichste und exakteste Buch. Und das geht sehr tief auf die DAO-Geschichte ein. Und diese Laura Shee hat Recherchen betrieben und ich habe die Beweise selber nicht gesehen, deshalb kann ich das nicht selber bestätigen. Aber nach dem, was sie mir gesagt hat und auch was andere mir darüber gesagt haben, die Beweise gesehen haben, ist sie sich nochmal 99% sicher, dass das Tobi Hönisch der DAO-Hacker ist. Aktuell hat er auch seine sozialen Medienspuren alle gelöscht. Also es schaut danach aus. Ich will niemanden beschuldigen, der nicht verurteilt ist oder wenn es noch irgendwas gibt, richtet. Also kann er sein, es kommt vor Gericht. Und da ich die Beweise auch selber nicht gesehen habe, will ich ihn nicht direkt beschuldigen, aber es sieht sehr stark danach aus. Es scheint Beweise dafür zu geben, dass er der DAO-Hacker ist. Was mich natürlich sehr verwundert, ich hätte niemals gedacht, dass das nochmal so ans Licht kommt. Ich habe das damals einfach hinter mir gelassen. Es war einfach, ich habe gedacht, es gibt genug Tools für Privatsphäre, dass wenn er halbwegs intelligent ist, kriegt er das hin, seine Spuren für immer zu verwischen. Also durch Privacy Coins und Mixer und so weiter. Hat er übrigens auch versucht. Was natürlich keiner gewusst hat, es ist auch was in diesem Buch steht, ist, dass das, wie heißt es vielleicht, Wasabi Wallet von Bitcoin, was ja auch so ein Coin-Join nutzt, dass die jetzt quasi demixen konnten. Es gibt eine Firma, die es geschafft hat, quasi diesen, damit heißt es eigentlich, dass die Anonymisierung, was viele sich erhofft haben, ist komplett hin. Die konnte man demixen und darüber konnte man ihn finden. Ja, also in dem Buch stehen unheimlich viele Dinge, die viele vorher nie wussten. Kann ich nur jedem sehr ans Herzen legen, zu lesen, ja. Ja, okay. Dann recht vielen Dank, würde ich sagen, für deine Zeit heute. Und es war wie immer sehr technisch und verständlich vorgetragen. Und wir wünschen dir für die Unternehmung Gummy.link und ja, was sonst noch alles kommt, vielleicht willst du dazu noch ganz kurz was sagen als Ausblick. Es kommt noch mehr, sagen wir es so. Ich bin ein Herz von ganzem Herzen Unternehmer im Web3-Space. Und ich, auch wenn ich Co-Founder bin, bei Gummylinks bin, ist es nicht, dass meine 100% meiner Zeit in diesem Projekt momentan liegt. Dafür gibt es Frank und Thorsten, die das voll und ganz vorantreiben. Aber ich habe wesentlich mehr Zeit da reingesteckt, als bei allen anderen meinen Business Angel Investments. Deshalb auch so weit, dass ich mich schon als Co-Founder schimpfen darf. Aber ich habe noch mehr Projekte vor, an denen ich gerade arbeite mit einigen anderen, die in Kürze, nächsten Monaten, sage ich mal, auch das Licht der Welt erblicken werden. Und wahrscheinlich in der Blockchain-Schaufensterregion mit weiter, oder? Schauen wir mal, wie die Zusammenhänge dazu werden. Ja. Wir denken eher global, sagen wir es so. Okay. Magst du dann wieder in unserem Podcast die Projekte dann vorstellen kommen? Zu gegebener Zeit sicherlich, ja. Gut, dann recht vielen Dank nochmal und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke fürs Kommen, Christoph. Tschüss. Tschüss.